Morgen, liebe Fraktion. Wir haben 10.04 Uhr und beginnen unsere Fraktionssitzung. Wir starten mit Top 1, Bericht des Vorstandes und hier drin, wie immer, als erstes der Bericht der Pressestelle. Schönen guten Morgen. Ja, fangen wir mit dem Zuwachs in der Pressestelle an. Helena Haag hatte gestern ihren ersten Arbeitstag bei uns und ist zuständig bei uns in der Pressestelle für Kampagnen, Events und Aktionen. Und da werden wir am Montag auch nochmal Unterstützung kriegen. Da wird der zweite Kollege, den die Fraktion eingestellt hat, anfangen. Sagt Hallo. Genau. So. Hast du was vorbereitet? Ja, ich freue mich, dass es endlich losgeht. Und ja, bin gespannt auf den zweiten Kandidaten am Montag. Dann haben wir schon direkt das erste Event, was uns in zwei Wochen beschäftigen wird. Das ist nämlich der NRW-Tag. Der ist soweit vorbereitet. Vielen Dank nochmal an alle, die sich in dem Standdienstplan eingeteilt haben und oder eingetragen haben. Wir die Merchandising-Artikel sind jetzt alle da. Die Flyer gehen heute Nachmittag in Druck, sobald wir die Funktionen der Vorstandsmitglieder entsprechend zuordnen können. Von daher schätze ich, dass wir da auch von den Informationen her ganz gut aufgestellt sein werden. Von daher grünes Licht für den NRW-Tag. PR-mäßig beschäftigt uns heute logischerweise die anstehenden Vorstandswahlen. Und morgen sind wir schon auch mit Dietmar im Kontakt wegen der Erörterung der Klage. Und dann ist ja Donnerstag erstmal Feiertag. Und ja, das war's dann in dieser Woche, glaube ich. Vielen Dank. Gut, dann macht jetzt der Nico weiter. Ja, vielen Dank. Im Wesentlichen, sage ich mal, wart ihr bei den Ereignissen selbst präsent, die sich letzte Woche zugetragen haben, zweifelt sogar länger als ich selbst. Nee, ich würde sagen, aus Sicht des Vorstandes können wir es dabei belassen. Keine besonderen Vorkommnisse ansonsten aus meiner Sicht, es sei denn, Joachim, du möchtest irgendwas ergänzen an der Stelle. Ich konnte aus terminlichen Gründen gestern an der Vorstandssitzung nicht teilnehmen. Ja, gut, wenn es dann dazu keine weiteren Rückfragen gibt, dann machen wir weiter mit Top 3. Ich hatte übrigens Top 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile, der ist entfallen, weil es keine Anträge zu nicht öffentlichen Teilen gab. Kommen wir zu Top 3 Umlaufbeschlüsse. Es gab einen, der ist erfolgreich abgestimmt worden, dementsprechend brauchen wir da auch nichts mehr zu bereden. Hier steht jetzt noch eingefügt, es gibt einen Beschluss auf Plenarfeedback. Dieses sollten wir an dieser Stelle nachholen, da vergangenen Dienstag keine Sitzung war. Kann mir da bitte jemand mal weiterhelfen? Wer hat das da reingeschrieben? Daniel? Ich habe das reingeschrieben. Es gibt halt einen Beschluss dazu. Ich dachte, wir sollten unsere Beschlüsse einhalten. Ach ja, von mir aus auch nicht. Also wenn ihr sagt, es ist nicht nötig. Aber es war halt so mal mit den Beschlüssen und so. Gut, dann lassen wir es. Okay. Okay, dann machen wir weiter mit den Satzungsänderungen. Es gibt zwei Vorschläge zur Satzungsänderung. Der erste kommt von Michelle. Bitte schön. Ja, gibt es nicht viel vorzustellen. Wir haben eine Regelung in der Wahlordnung, wo drin steht, dass zwei Kandidaten, die höchste und exakt gleiche Punktzahl haben, dann in eine Stichwahl laufen. Dadurch, dass wir da nicht geschrieben haben, dass sie auch das Quorum erreicht haben müssen, könnte es sein, dass, ich habe als Beispiel angeführt, zwei Leute 7 Stimmen haben und die anderen beiden Kandidaten, keine Ahnung, 4 und 2 oder so, die haben beide das Quorum nicht erreicht, würden in eine Stichwahl laufen. Bei der Stichwahl reicht die einfache Mehrheit. Das könnte zum Beispiel 8-7 oder so sein. Dann hätte in keinem der Wahlgänge der Kandidat irgendein Quorum erreicht und wäre trotzdem gewählt. Und wenn wir wollen, dass dieses Quorum auch, also dass das Quorum immer gilt und nicht in diesem Sonderausnahmefall halt nicht, dann sollten wir da einfach auch noch einfügen, die Kandidaten müssen das Mehrheitsquorum erreichen, deswegen die Änderung.
Dazu scheint es keine weiteren Fragen oder Äußerungswünsche zu geben. Da es sich um eine Satzungsänderung handelt, brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit, um das abzustimmen. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer möchte diese Satzungsänderung so haben? Der kommt danach. Sie konkurrieren nicht. Deshalb kommen wir zur Abstimmung über den Satzungsänderungsantrag von Michel. Wer möchte das so? Dann bitte ich um das Handzeichen. Michel, müssen wir die aufschreiben? Ja, ne? Ja, bitte die Händchen oben halten. Wenn es alle aus der Uhr sind, ist es ein. Kannst du ja nachher einfügen. Wenn alle anderen Kinder sind, ist es. Ja, wer möchte dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist es mit einer Enthaltung, ist der Satzungsänderungsantrag angenommen. Kommen wir zum zweiten Satzungsänderungsantrag, der ist von Dietmar, bitteschön. Ja, ich denke, das ist mehr oder weniger selbsterklärend. Es geht ums Wahlverfahren, weil in dem Teil der Satzung § 3 Absatz 5 ist zwar gesagt, dass dann, wenn Mehrheitsquorum nicht erreicht ist, dass die Wahlliste bzw. die Kandidatenliste wieder eröffnet wird. Es steht da aber nirgendwo, welches Wahlverfahren dann anzuwenden ist und ob ein Quorum dann auch wiederum für dieses dann zweite Wahl oder weitere Wahlverfahren gelten soll. Insofern verweist der letzte Satz in Absatz 5, den ich da eingefügt habe, lediglich darauf, dass für diese, für die weiteren Wahlverfahren oder Wahlgänge, muss man sagen, auch Absatz 4 entsprechend gilt, wo das festgelegt ist, dass das Mehrheitsquorum dort ebenfalls dann gilt. Michel? Also die Regelung tut nicht weh, das sei mal gesagt. Ich halte sie allerdings für überflüssig, weil da diese Punkte alles, diese Punkte alle grundsätzlich Abstimmungen regeln. Punkt 4 gilt immer, egal ob vor oder nach Top 5 und egal für welche Abstimmung. Aber tut nicht weh, wenn du damit glücklicher bist, dann soll das so sein. Gut, ich sehe keine weiteren Meldungen. Dann kommen wir auch bei diesem Satzungsänderungsantrag zur Abstimmung. Wer diesen Satzungsänderungsantrag von Dietmar so annehmen will, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. Damit ist dieser Satzungsänderungsantrag angenommen. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt Vorstandswahlen. Hierzu brauchen wir zunächst einen Wahlleiter. Wer möchte den Wahlleiter machen? Ich weise darauf hin, dass der Wahlleiter zumindest bei dem Wahlgang, wo er selbst kandidieren würde, nicht Wahlleiter sein kann. Idealerweise also jemand, der für kein Amt kandidieren will. Nico? Keine Sorge. Ich schlage Harald vor. Ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat. Es wurde gerade vorgeschlagen, dass du den Wahlleiter machst. Nein, danke. Gut. Oliver, ist das eine Meldung, dass du das machst? Ja, also, wenn das sonst jemand machen möchte, dann mache ich das. Wenn ich keinen Widerspruch sehe, dann ist Oliver jetzt unser Wahlleiter. Herr Wahlleiter, brauchen Sie... Mich? Ich glaube, ich muss dann schon gewählt sein, oder? Herr Wahlleiter. Wir haben doch keinen Wahlleiter, wie soll man das machen? Könnt ihr mich mal ausreden lassen? Das ist keine Personenwahl. Also jedenfalls keine langfristige. Lieber Wahlleiter, brauchst du einen Wahlhelfer oder wuchst du das alleine? Ich brauche natürlich Leute, die mir eine Urne bringen und Zettel und zur Auszählung noch Helfer. Danke, Michel. Und zur Auszählung. Gut, wer möchte den Oliver helfen, zur Seite treten? Ich würde den Ingo nehmen. Mitarbeitende dürfen auch den Wahlhelfer helfen. Danke, Ingo, du bist jetzt dann der Helferlein von Oliver. Gut, dann ziehe ich mich an der Stelle zurück und übergebe an den Wahlleiter. Bitte schön. Besten Dank. Die Frage wäre, ob wir vor der Wahl noch so eine Art Vorstellungsrunde brauchen. Das wäre dann nicht Sache des Wahlleiters. Ansonsten
endlich kann. Ansonsten stehen ja für jeden Wahlgang, wir haben ja mindestens 4 Wahlgänge, das heißt, wir werden den parlamentarischen Geschäftsführer oder die parlamentarische Geschäftsführerin wählen, die Stellvertretung, Fraktionsvorsitzende oder Fraktionsvorsitzenden plus 2 Stellvertretende, die wir haben das nicht eindeutig in der Dings geregelt, ob wir die dann am Ende zusammen wählen können. Das scheint mir allerdings logisch, die 2 Stellvertreter des Fraktionsvorsitzenden. Und wir stehen alle auf der Kandidatenliste, die 19 MDL, und können die Kandidatur jeweils zurückziehen, wenn Sie möchten. Wir haben keinen, der heute fehlt, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, wir müssen nicht fragen, ob jemand kandidiert, der heute nicht da ist. Und wenn nichts dagegen spricht, schlage ich vor, dass wir das wieder in der Tagesordnung vorgesehen abhandeln. Das heißt, PGF, stellvertretende PGF, Fraktionsvorsitzende und 2 stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Gibt es dazu noch Meldungen, Kommentare? Nein, sehe das nicht der Fall. Dann würde ich die Kandidatenliste eröffnen für die Wahl des parlamentarischen Geschäftsführers oder der parlamentarischen Geschäftsführerin. Jetzt stehen ja in diesem Moment alle auf der entsprechenden Kandidatenliste. Wer möchte denn sich aus dieser Kandidatenliste zurückziehen? Ich würde vorschlagen, dass wir das einfach einmal durch Rumfragen machen. Und ich werde mich an der Stelle von der Kandidatenliste selber zurückziehen und die restlichen dann hier auch notieren, die nicht draufstehen, beziehungsweise die dann übrig lassen, die draufstehen. Also, wir gehen dann mal Richtung Toso. Ich ziehe an der Stelle zurück meine Kandidatur. Ich ziehe an der Stelle zurück meine Kandidatur. Ist das jetzt die Formel? Die Formel. Das ist die alte Formel. Das ist die Formel. Mit Mikrofon, kann ich bitten mit Mikrofon? Ja. Ich kandidiere nicht. Toso und Birgit kandidieren nicht. Ich auch nicht. Ich kandidiere. Ich finde das bescheuert, dass alle zurückziehen und ich kandidiere auch nicht. Ich kandidiere auch nicht. Ja, Daniel, also ich könnte natürlich auch die Kandidatur belassen, aber dahinter sagen, ich nehme es nicht an, also das bringt nicht viel. Deswegen kandidiere ich auch nicht und ziehe zurück. Nee, was halt? Ich ziehe zurück. Ich ziehe nicht zurück. Ich ziehe zurück. Ich ziehe zurück. Ich ziehe zurück. Ich kandidiere nicht. Ich kandidiere auch nicht. Ich kandidiere auch nicht. Und ich kandidiere auch nicht. Ja, oder was? Ja, das ist Ding. Okay. Ich kandidiere auch nicht. Okay, bestimmte Sprachen akzeptiere ich. Und damit haben wir 2 Kandidaten, die noch auf der Liste übrig geblieben sind. Diese Kandidaten sind Nico und Rampi. Also Nico und Rampi stehen jetzt für die Wahl des PGF zur Wahl. Ich möchte noch einmal sagen, was wir in der Wahlordnung stehen haben. Also, wir machen jetzt eine geheime Wahl. Dazu haben wir auch eine Wahlurne und werden dann gleich auch Zettel haben. Die Wahl ist eine Zustimmungswahl und Toso hat eine Frage. Nur vom Ablauf her, stellen sich die Kandidaten gleich nochmal einmal vor? Das können wir gleich machen. Dann kümmere ich mich derweil nämlich um die Stimmzettel, beziehungsweise gucke, ob das klappt. Es wird das Wahlverfahren durch Zustimmung angewendet, das heißt, wir haben eine Zustimmungswahl, mit anderen Worten Approval. Jedes
Mitglied hier von uns, also jedes stimmberechtigte Mitglied, also wir 19, haben beliebig viele Stimmen genau zwei Stimmen für zwei Kandidaten, dürfen aber nur eine Stimme bei einem Kandidat machen. In anderen Worten, wir dürfen ein oder zwei oder keinen Kandidaten ankreuzen. Gewonnen hat wer mindestens 10 Stimmen hat die Mehrheit auf sich vereinigen kann. Sollte es keine Mehrheit geben, keine eindeutige, dann haben wir noch weitere Möglichkeiten. Gibt es dazu noch Fragen oder Anmerkungen? Ich gucke natürlich mal direkt erstmal zu Michelle. Alles gut. Gut, dann würde ich mich jetzt kurz darum kümmern, dass wir die Stimmzettel haben und den Kandidaten die Möglichkeit geben, sich noch einmal vorzustellen und dann beginnen wir in der Reihenfolge, wie das nicht zurückziehen war bei Nico. Ich könnte das jetzt auch auslosen, aber ihr kennt euch ja sowieso. Beginne ich mal, um Oliver und dem Wahlhelfer die Gelegenheit zu geben, jetzt die Wahlzettel zu organisieren, ein bisschen Zeit zu überbrücken eigentlich. Ja. Wie ihr wisst, liegt das ja nicht unbedingt in meiner Natur, besonders lange ausschweifend zu reden. Will mich dann an der Stelle auch kurz fassen, weil wir hatten das ja quasi schon mal vor 5 Jahren, ich glaube, in gleicher oder zumindest ähnlicher Konstellation. Warum PGF? Warum kandidiert man? Das ist eine berechtigte Frage. Wie wir jetzt nach 2 Jahren wissen, ist die Angelegenheit gewiss nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ich sehe uns auch nach 2 Jahren Tätigkeit hier im Landtag als Fraktion in keiner einfachen Lage. Es ist immer noch nicht einfach, es bleibt viel zu tun. Ich glaube aber, dass ich mit meiner Analyse richtig gelegen habe, die mich auch dazu damals bewogen hat, zu kandidieren. Die ist nach wie vor richtig. Und naja, seitdem sind 5 Monate jetzt vergangen. Und da ist es jetzt dann vielleicht auch Zeit, mal an der Stelle ein kurzes Resümee zumindest zu ziehen. Bin ich damit zufrieden, wie es gelaufen ist? Nein. Ganz sicherlich nicht. Und das liegt auch zum Teil sicherlich an meiner Person oder sicherlich auch an Fehlern, die ich gemacht habe, die ich heute vielleicht hoffentlich nicht mehr machen würde. Aber es liegt auch sicherlich an den Gesamtumständen, die Konstellation, zwei Ausschüsse plus Ausschussvorsitz und dann PGF ist nicht eine per se glückliche Konstellation. Hinzu kamen noch die personellen Engpässe, die wir zu verkraften hatten. Und ich glaube, in der Lage hätte es niemand geschafft, diese Position so auszufüllen, wie man sich das eigentlich oder wie wir uns das hier eigentlich wünschen. Aber ich sehe, dass es da jetzt doch positive Veränderungen gegeben hat. An der Stelle möchte ich Harald hier auch nochmal positiv erwähnen, der jetzt tatkräftig uns unterstützt und vor allem das PGF-Team. Und von daher gibt es da an der Stelle etwas Entspannung. Aber nichtsdestotrotz, das habe ich auch bei meiner ersten Kandidatur gesagt, ist das keine optimale Voraussetzung so. Das war aus der Not geboren und ich halte das auch nicht grundsätzlich für dauerhaft eine erstrebenswerte Konstellation. Ich habe aber mich damals zur Wahl gestellt, weil ich ein bestimmtes Projekt vor Augen habe und an die Fraktion in eine bestimmte Richtung bringen wollte. Das habe ich angestoßen. Ich denke auch, da haben wir Fortschritte erzielt. Da sind wir teilweise auf einem guten Weg.
Und ich würde mir das weiterhin auf die Fahne schreiben wollen, dafür zu sorgen, dass dieses Projekt zumindest im Wesentlichen abgeschlossen wird. Und ansonsten will ich nicht groß weiter Worte verlieren. Was ich mir zugutehalten kann, glaube ich, ist, dass ich das, was ich angekündigt habe, so eingehalten habe und zu dem gestanden habe, was ich vorher gesagt habe. Und so möchte ich das auch weiterhin halten. Und ansonsten messt mich einfach an den Taten und lasst die 5 Monate an eurem geistigen Auge vorbeiziehen und schaut, ob euch das zufriedengestellt hat. Dann sprecht mir nochmal das Vertrauen aus. Und ansonsten haben wir noch einen weiteren qualifizierten Bewerber, der das sicherlich dann auf seine Art und Weise diese Rolle ebenso ausfüllen wird. Und auch gegebenenfalls an solchen Herausforderungen wächst man ja dann auch. Und da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass wir da auch in einer anderen Konstellation erfolgreich weiterarbeiten können. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Nico. Ich würde jetzt gerne erst dem Grumpy die Gelegenheit zur Vorstellung geben und dann können wir nochmal Rückfragen machen. Grumpy. Ja, vielen Dank, Herr Wahlleiter. Ja, aus der Not heraus geboren, gebe ich dir natürlich recht. Ich sag mal, Moni hatte richtig gut vorgelegt. Du hast, auch wenn du dich gerade selber stark kritisiert hast, finde ich, gut nachgearbeitet, weitere Anstöße mit reingebracht. Ich sehe es trotzdem so, dass wir da auch mit Blick auf 2017 noch Verbesserungspotenzial haben. Ideen kann und werde ich auch weiterhin immer wieder reinkübeln. Nichtsdestotrotz denke ich mal, dass meine Art und Weise, mich in Dinge einzufräsen, in Themen einzufräsen, auch nicht so schlecht für die Fraktion sein kann. Und weil, ich sag mal so, meine Art, das als Trüffelschwein zu fungieren, Dinge auszugraben und nach vorne zu holen, ist vielleicht auch mal nicht so schlecht in der Funktion des parlamentarischen Geschäftsführers. Und in der Hinsicht sehe ich einer Zusammenarbeit, wenn ihr mir das Vertrauen ausspricht, auch mit Harald und dem restlichen PGF-Team und allen Referenten eigentlich als sehr positiv an. Ich setze da selber sehr, sehr große Hoffnungen rein, weil ich ganz gerne möchte, dass wir noch besser werden, intern, in unseren internen Kommunikationsprozessen vor allen Dingen, in den Ansprachen, auch über den möglichen neuen Fraktionsvorsitzenden nach außen hin noch besser werden. Und von daher, go get it, es ist eure Entscheidung. Besten Dank, Rumpy. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, nochmal Rückfragen zu stellen, wenn es welche gibt, also die Kandidaten zu befragen. Gibt es dort Meldungen zu? Kennt ihr euch etwa schon alle? Joachim! Nico kenne ich ja. Wir haben im Vorstand ja auch zusammengearbeitet, gut zusammengearbeitet bis jetzt. Und von daher habe ich eine Frage an den Marc. Ich möchte oder würde mir von dir wünschen, dass du diesen Begriff des Trüffelschweins ein bisschen präzisierst. Ich bin jetzt nicht so der Hundebesitzer, aber sozusagen über Textanalysen, über thematische Fehler zu stolpern, diese nach vorne zu bringen, aufs Tapet zu bringen, um prinzipielle Problematiken herauszuarbeiten. Siehe Petitionsausschuss. Du hast etwas, wovon du gar keine Ahnung hast, da bin ich jetzt ganz offen und ehrlich, und du musst dich da reinfräsen. Und dann stolperst du über Kleinigkeiten und denkst so, Moment mal. Und dann entdeckst du einen klitzekleinen Fehler, der dann aber systemisch ist. Und den gilt es dann herauszuarbeiten und zu beheben. Und da ist es wirklich vergleichbar, finde ich, mit dem Petitionsausschuss. Und ich denke mal, bei uns intern wird es auch so einiges geben. Jo, danke schön. Gibt es ansonsten noch Fragen, wobei ich Grumpy irgendwie sagen muss, ein Trüffelschwein ist aber kein Hund. Okay. Dietmar. Ich hätte da noch eine Frage an Grumpy. Und zwar hattest du angekündigt oder zumindest in einem Nebensatz erwähnt, nicht jetzt, sondern zuvor schriftlich, dass selbstverständlich es sich auch aus
für den Fall, dass du gewählt wirst, sich Änderungen in der Ausschussbesetzung ergeben werden. Die haben wir bisher hier, jetzt jedenfalls heute nicht thematisiert, auch im Vorfeld nicht thematisieren können. Deswegen wäre ich dir dankbar, wenn du uns allen sagen könntest, wie du dir die Veränderung in der Ausschussbesetzung vorstellst. Ja, sehr gerne, Gieslau Fox. Es ist so, Nico sagt es auch gerade schon, es ist eine deutliche Mehrbelastung, so etwas zu organisieren. Vor allen Dingen auch in Nikos Fall, würde ich jetzt mal sagen, als Sprecher im Europaausschuss bin ich, als Vorsitzender des Ausschusses für Europa und die Welt. Der Petitionsausschuss, den ich halt mache, ist eine ebenfalls sehr zeitintensive Angelegenheit. Da fände ich es super, wenn einer der beiden Stellvertreter dann diese Position übernehmen würde. Den Sprecher im Petitionsausschuss würde ich dann zum Beispiel sehr, sehr gerne an Michelle weitergeben. Zudem im Bereich Europa ebenfalls bin ich dann mehr oder weniger in einer Doppelfunktion momentan vertreten. Da sieht es halt so aus, dass ich obendrein das Sprachrohr für Nico bin, der als Sitzungsleitung dort mehr oder weniger kein Rederecht hat. Hat er theoretisch schon, aber macht man halt so nicht, gehört sich nicht. Europa liegt mir sehr am Herzen. Nichtsdestotrotz würde ich auch vorschlagen, dann jemand anderem Europa zu geben, warum ich von den drei Ausschüssen, die ich mache, würde ich dann zwei sehr gerne abgeben. Einen hauptsächlich weitermachen, ausschließlich, und zwar ist das der Parlamentarische Untersuchungsausschuss, der definitiv auch am zeitintensivsten ist von den dreien, obendrein. Vergleichsweise, ich habe mir da mal die Entwicklung und die Arbeitsweisen auch in den anderen Fraktionen angeguckt. Und als Stellvertreter in den Ausschüssen weiterhin zu agieren, gar kein Problem. Aber als ordentliches Mitglied oder gar als Sprecher, in allen drei Ausschüssen bin ich auch noch der Sprecher, ist das einfach nicht handelbar. Und auch bei den anderen Fraktionen ist es so, also ein Ausschuss ist schaffbar. In der Regel sind es halt wirklich große, nicht irgendwelche kleineren oder Unterausschüsse, sondern wirklich einen großen schafft man als PGF. Alles andere, würde ich fast sagen, ist eine Belastung, die der inneren Kommunikation dann auch nicht gut tut in der inneren Organisation. Und genau da sehe ich aber eins mit unserer größten Hauptprobleme, auch für die Zukunft. Und von daher würde ich ganz gerne dann Freiwillige haben, da sehen die das dann übernehmen. Herzlichen Dank. Ganz kurz, ich war noch nicht mein Petitionsausschuss, nur als stellvertretendes Mitglied, auch wenn sie gerne in Sitzungen was anderes erzählt. Der Dietmar, noch eine Frage oder eine Rückfrage? Ja, danke. Erstmal danke, Grumpy, für die ausführlichen Erläuterungen. Daraus ergibt sich für mich eine Nachfrage. Wir wissen ja, wie schwierig es oftmals war bisher, vakante Ausschussbesetzungen oder Positionen nachzubesetzen oder neu zu besetzen. Ich möchte da jetzt gar nicht an Details erinnern. Es könnte sich also dann auch ergeben, dass sich so, wie du sagst, der Freiwillige gar nicht ohne weiteres findet, weil er, aus welchen Gründen auch immer, ist egal aus welchen Gründen, und dann bleibt es bei dir. Dann bleibt es bei dir kleben und dann würdest du ja auf diese Art und Weise, auch wenn das von dir so gerne gesehen würde und was ich auch durchaus nachvollziehen kann, wie du es gesagt hast und auch was diese Innenkommunikation angeht, dass du die dann eben optimieren möchtest und das dann vielleicht problematisch würde, was dann? Du zählst darauf, dass irgendwie sich zwei, drei Leute finden, die das dann so entsprechend übernehmen. Michelle hat ja schon genickt und macht das mit dem Sprecher im Petitionsausschuss. Dadurch ergibt sich jetzt nicht so unbedingt der irre Mehraufwand, würde ich mal behaupten, weil der Petitionsausschuss ist eh aufwendig genug für beide, die drin sind, also sowohl für dich als auch für Michelle. Aber bleiben natürlich die übrigen zwei Geschichten. Michelle. Achso. Dietmar, darauf möchte ich dir ganz kurz antworten, wenn du mir eine Antwort erlaubst, weil das ist jetzt keine Frage, die tatsächlich an Grumpy alleine zu stellen ist, sondern es ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen, und zwar für jeden Einzelnen, wenn wir eine Position verändern, wenn wir da jemand anders hinwählen. Grumpy hat sich Gedanken gemacht, hat das jetzt auch dargestellt, aber das Grundsätzliche ist natürlich eine Frage, die wir alle beantworten müssen. Egal, wer gewählt wird.
Ja, ist jetzt ein bisschen blöd. Ich wollte jetzt hier keinen Wahlspruchverteidiger haben. Ich dachte, es kommt eine direkte Folgefrage von Michelle. Würde dich doch niemals verteidigen. Und ja, aber das hätte ich auch noch so hingekriegt, weil ich sag mal so, jeder kennt die Vorzüge, die persönlichen von allen MDL, denke ich mir mal hier in der Runde. Jeder kennt die Übersichten aller MDL, nicht nur hier in der Runde, sondern auch in der Öffentlichkeit. Und jeder kann sein persönliches Arbeitspensum am ehesten auch einschätzen. Und von daher denke ich mal, dass das eine Frage ist, die wir im Anschluss, das musst du, glaube ich, zeitlich noch nicht mal in dieser Sitzung sein, das kann sogar in der nächsten oder sogar nach der Sommerpause erfolgen. Da bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr positiv eingestellt. Herzlichen Dank, Grumpy. Gibt es ansonsten noch Fragen an die Kandidaten? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann können wir uns einmal angucken, ob die Urne auch wirklich leer ist und alles. Den doppelten Boden hat der Liebster eingebracht. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir es gesehen. Ja. So, jetzt können wir natürlich beobachten, dass Ingo auch den Deckel dauernd nicht drauf macht und keine etc. wird. Ich habe hier einen Ostentipp und 19 Stimmzettel und würde euch bitten, die hier bei mir abzuholen. Ich würde euch bitten, einen Fraktionskugelschreiber zu verwenden, um das anzukreuzen. Wenn ihr keinen habt, sind da hinten noch ganz viele, nämlich, ich glaube, 20 Stück. Dann haben wir das korrekt und dann es bei Ingo in die Urne zu werfen. So. Wunderbar. Dann fangen wir jetzt hier an. Dankeschön. Nicht gewählt.
nochmal die Stimme nicht abgegeben. Ich habe 19 ausgegeben, 19 Wahlstimmzettel. Gibt es jemanden, der seine Stimme abgeben muss? Ich sehe es nicht. Dann schließe ich dann hier mit den Wahlgang. Wir beginnen an der Ostherr. Wir haben 19 abgegebene Stimmen, Enthaltungen gab es 5 auf Nico entfielen 8 Stimmen und auf Grumpy entfielen 10 Stimmen. Damit haben wir das Wertum erreicht und ist zum parlamentarischen Geschäftsführer dieser Fraktion gewählt. Ich sag jetzt mal pro forma, ich nehme die Wahl mal an. Sicherheitshalber.
Schokolade und ich glaube, wir haben eine Schokolade gebraucht. Und Sie wollen Werte ständig umhalten und ich sage immer noch, ihr kriegt das hin. Na, da setze ich drauf. Danke euch. Ja, herzlichen Dank. Damit haben wir den ersten Wahlgang geschafft. Und einen parlamentarischen Geschäftsführer. Danke, Blanke, dass du die Wahl angenommen hast. Und vielleicht gibt es ja demnächst nochmal Schokolade zusätzlich, wenn es nicht das ganze Jahr reicht. Dann nehmen wir uns jetzt das zweite Amt vor. Und ich scrolle hier im falschen Pad. Als zweites, nach der Reihenfolge, die ich vorher vorgelesen habe, würden wir jetzt die stellvertretende parlamentarische Geschäftsführerin oder den stellvertretenden parlamentarischen Geschäftsführer wählen und machen das genauso wie eben. Wir wählen nur ein stellvertretenden, ein stellvertretendes Amt und machen das genau wie eben. Wer sich nicht auf zur Wahl stellen möchte, wer nicht auf der Kandidatenliste sein möchte, hat jetzt die Gelegenheit, das zu sagen. Und ich sage an der Stelle, dass ich das nicht machen möchte, nicht auf der Liste stehen möchte und würde an den Thorsten jetzt weitergeben in der Runde. Ich schließe mich dem Olli an. Ich schließe mich auch dem Olli an. Ich möchte auch nicht auf der Liste stehen. Ich auch nicht, bitte. Ich kandidiere. Ja, wie vorhin, ich kandidiere nur da, wo alle 19 kandidieren. Ich kandidiere nicht. Ich ziehe zurück. Ich ziehe auch zurück. Ich auch. Der Grumpy darf nicht mehr, der ist raus und ich kandidiere nicht. Ich auch nicht. Ich ziehe zurück. Ich kandidiere auch nicht. Ich kandidiere nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich kandidiere auch nicht. Echt am Überlegen. Brauchst du noch eine Minute? Also, es ist irgendwie klicklich, wenn von 19 nur einer kandidieren will. Ne? Also ich mach's, ich kandidiere dann. Herzlichen Dank, Hans-Jörg. Und Nico, ihr seid jetzt beide auf der Kandidatenliste verblieben für die stellvertretende Position, um den Grumpy zu unterstützen und stellvertretender parlamentarischer Geschäftsführer hier dieser Fraktion zu sein. Wir machen das jetzt dann wie eben und haben jetzt nur die Möglichkeit, noch euch hier eine Vorstellungsrunde zu geben. Nach dem gleichen Prinzip wie eben würde ich jetzt den Nico erstmal dran nehmen, aber er hat ja schon was gesagt und dann den Hans-Jörg, er hat dann noch eine Minute Zeit, sich zu überlegen. Ja, ich bin jetzt selbst ein bisschen hin und her gerissen, weil wenn jetzt das komplette Europa-Team durch PGF-Arbeit ausgelastet wäre das sicherlich für die inhaltlich-thematische Arbeit schwierig. Ansonsten möchte ich es bei meinen Ausführungen lassen, kann mir aber grundsätzlich, also hier nochmal auch übers Mikrofon nochmal Glückwunsch an den neuen parlamentarischen Geschäftsführer, kann mir auch sehr gut vorstellen, den Grumpy zu unterstützen. Ich will gar nicht viel sagen, ihr kennt mich, wir kennen uns jetzt hier alle mindestens seit 2 Jahren im Landtag und die meisten kennen mich aber auch schon von vorher, von der 2010er Wahl und seit 2009, wo die meisten von uns ja Mitglied sind. Also ich brauche, glaube ich, über mich jetzt nicht viel sagen. Danke. Danke euch beiden. Gibt es Fragen an die Kandidaten? Dietmar darf zuerst. Kleiner Hinweis, wie wir ja schon festgestellt haben, bis auf Monis Amtszeit, führt also der Weg zum PGF über Schriftführer.
Irgendwie war das ja bisher so dann, Harmonik. Und Grumpy ist Schriftführer. Da wird dann wohl auch noch eine Vakanz wiederum entstehen, denn das wirst du wahrscheinlich zurückgeben müssen oder so, weil es sonst nicht passt. Fällt mir ja gerade eben so ein. Das können wir machen. Das hat jetzt hier nichts drin, aber natürlich ist das richtig. Ich darf so gerne. Ganz kurze Anmerkung hierzu. Also offiziell im Übrigen sind immer noch der Oliver und der Nico auf den Seiten des Landtags im Schriftführerdienst. Von daher würde ich fast vorschlagen, aber egal. Ich glaube, wir wurden auch nie abgewählt, wir sind nie eingesetzt worden. Aber davon abgesehen, können wir das nachher natürlich uns eventuell auch noch an diesem Tag noch uns drum kümmern. Und Dietmar, es ist ganz super, das machen sie dann aber natürlich mal spielt. Hat noch jemand Fragen an Herrn Türk und Nico? Ich habe auch noch keine Stimmzettel, deshalb ihr dürft gerne was fragen. Okay, gut. Ich glaube aber, dass das nicht so lange dauert mit den Stimmzetteln. Also sicherlich können wir um 10.53 Uhr dann das weitermachen. Der Wahlgang ist der. Er funktioniert genauso wie der vorherige. Ihr habt eine Stimme, also ihr könnt ein Kreuz machen bei Nico, ihr könnt ein Kreuz machen bei Hans-Jörg, ihr könnt beide ankreuzen, ihr könnt keinen ankreuzen. Und es gewinnt, wer mehr Stimmen auf sich vereinigen kann. Es sei denn, derjenige, der mehr Stimmen auf sich vereinigen kann, erfüllt nicht das Quorum. Und das hatten wir eben knapp erreicht mit 10 Stimmen. So funktioniert das, ansonsten machen wir noch einen zweiten Wahlgang. Ja. Wer hat Olli gesagt? Ingo, bitteschön. Um erneute Nachfragen und Irritationen zu vermeiden, bitte den Wahlzettel zweimal knicken. Zweimal. Zweimal falten, kein Schiffchen, so wie ich das auch nicht wie Brief, bei der Stichwahl des Bürgermeisters machen durfte. Auch nicht sondern einen Briefenschlag, sondern. Bring mal hin. Gut. Dann besorge ich mal Stimmzettel. Bis gleich. Auf die Runde aufzupassen, dann kann ich die Kamera ausschalten.
Thank you.
Abgegebene Stimmzettel. Wir hatten zwei Enthaltungen und es entfielen 9 Stimmen auf Nico und 11 Stimmen auf Hans-Jörg. Hans-Jörg, damit wärst du gewählt. Dankeschön. Und ich glaube, das kann wir auch nicht auch gut miteinander klarkommen. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Hans-Jörg, bitte schön. Schokolade für dich. Nur wegen der Schokolade. Das habe ich mir gedacht. Man macht deinen Job gut, bis die Schokolade aufgebraucht ist. Ja, dann hören wir schon unser neues PGF-Team. Das haben wir jetzt schon mal zusammen. Wir können dazu noch einen Fraktionsvorsitz gebrauchen. Das hat man so hier. Und deshalb gehen wir dann gleich in die nächsten. Nein, das ist natürlich ganz wichtig. Jeder, der noch eine Schokolade möchte, kann gerne dafür kandidieren. Simone möchte noch was sagen. Also, dafür. So, besten Dank. Einen Vorlauf haben von, ich glaube, 48 Stunden? Nee. Muss auf der Einladung stehen. Oder muss auf der Einladung zur Sitzung stehen, genau. So, wenn allerdings die Versammlung einstimmig auf Form und Fristen verzichtet, kann man es auch in der betreffenden Sitzung ändern. Einstimmig. Dass Olaf nicht dagegen gestimmt hat, sondern sich enthalten muss. Also denn, wir haben den nächsten Wahlgang und... Nein. Wie nein? Du stellst doch gleich die Frage. Das muss er ja selber machen. Ach so. Wir haben den nächsten Wahlgang und eröffnen dazu die Kandidatenliste, auf der erstmal alle, Feige. Wenn ich jetzt Michelle richtig verstanden habe, 18 draufstehen. Also alle außer Dirk, weil er gerade nicht da ist. Aber das können wir notfalls gleich, wenn er noch rechtzeitig eintrifft, ihn nochmal einfach fragen. Dann öffnen wir jetzt die Kandidatenliste, beziehungsweise stehen erstmal alle drauf. Ich werde mich selber an dieser Stelle jetzt von der Kandidatenliste runternehmen. Möchte es noch jemand tun? Ich gehe einfach mal wieder bei Thorsten anfangen durch. Danke, Birgit. Nein. Also ich stehe nicht zur Wahl. Ach so, ich dachte, du bist nicht zur Wahl. Also ich stehe auch nicht zur Wahl. So, pass mal auf, ich schiebe jetzt mal, um zu gucken, was passiert. Das ist nicht vorgesehen. Du kannst mich runternehmen von der Liste. Ich ziehe zurück. Contra re und sowas oder wie? Nee, ich hab gesagt, ich kandidiere nur, wenn alle kandidieren. Also ziehe ich zurück. Ich ziehe zurück. Jo, ebenfalls.
Ich ziehe zurück. Ich passe. Ich auch. Ich ziehe zurück. Ich passe und ziehe zurück. Ich kandidiere nicht. Ich schiebe auch. Ich ziehe zurück. Ich könnte jetzt auch schieben, aber ich kandidiere. Ich mache das mit der Ämterhäufung nicht. Sehr schön. Ich habe jetzt auf der Liste noch stehen Daniel Schwert, Dietmar und Joachim. Wie sieht es bei dir aus, Daniel? Bleibst du bei drei? Gut. Dann haben wir jetzt auf der Kandidatenliste für den Fraktionsvorsitzenden, es sind nur Männer, die kandidieren, Daniel Schwert, Dietmar und Joachim. Den Max wollte ich gerade winken, so, da gib mal Nachricht, dass wir das auf dem Wahlzettel haben. Hat sich nicht runtergenommen von der Liste. Ich schließe damit dann die Kandidatenliste, auf der dann Daniel Schwert, Dietmar und Joachim draufstehen. Und würde gerne um eine kleine Vorstellung bitten und weil ich jetzt immer hier von hier aus angefangen habe, mit Daniel Schwert beginnen. Noch so ein paar Worte kann ich ja schon sagen, warum ich das jetzt so mache. Wir haben auf der Fraktionssitzung ja zusammen, oder in der Fraktionsklausur zusammengesessen und über all diese Dinge gesprochen. Und da kamen wir dann in so eine Situation, oder es deutete sich so eine Situation an, dass irgendwann mal vielleicht das nicht so zusammenpasst, wie die Leute kandidieren oder nicht kandidieren oder so. Und um das aufzubrechen, kam eben der Vorschlag auf, dass möglichst viele Leute kandidieren. Leider sind wir jetzt nur drei, aber gut, das ist dann so. Ich sehe das also auch ganz klar jetzt nicht als Kampfkandidatur oder sowas, in irgendeiner Form die Arbeit dadurch abwerten zu wollen oder so, aber einfach damit wir mal sowas ein bisschen aufgelöst bekommen, die Situation, die wir zuletzt hatten. Mal sehen, was passiert. Dankeschön. Dietmar. Ja, das ist eine ähnliche Situation und Motivation wie die von Daniel. Mit diesem Schieben oder dem auf der Liste sein ist keine Kritik oder in irgendeiner Form Kampfkandidatur vorgesehen, meinerseits gegenüber Joachim, der, und da kann man jetzt rumdeuteln, wie man will, in den letzten zwei Jahren als Fraktionsvorsitzender in diesem wirklich für uns alle ja nun auch sicher aus seiner Sicht neuen Amte mit Aufgaben, mit denen er sein Leben lang bisher nicht betraut war, hervorragende Arbeit geleistet hat. Er hat uns also gut vertreten nach außen. Ob das für alle gleichermaßen gilt, beziehungsweise von allen gleichermaßen gesehen wird, kann ich nicht beurteilen. Was mich selbst betrifft, ich war am Freitag leider nicht mehr anwesend, als es da hieß, und ich hörte davon, es war eine Brandrede von Joachim geschwungen worden. Das finde ich gut, leider habe ich das nicht gehört, aber ich kann es mir denken, weil ich ja Joachim ja auch ein bisschen kenne und von ihm schon einige Worte in diese Richtung auch mal gehört habe. Heute ist der 17. Juni. Der 17. Juni war bis zum 3. Oktober 1990 der Tag der deutschen Einheit. Ja, nun, es ist so. Der 17. Juni 1953 war ein Tag des Aufstands der Bürgerinnen und Bürger der DDR gegen staatlichen Dirigismus, gerade insbesondere im Hinblick auf die Industrialisierung der DDR, die Entwicklung des dort herrschenden Marktes auch mit ganz klar mit einer Adaptation an den Warschauer Pakt, an die Warschauer Paktstaaten, insbesondere die Sowjetunion, damals die UdSSR. Und dieser Aufstand wurde blutig niedergeschlagen und letztendlich ist dieser Tag der deutschen Einheit als Gedenktag an diesen Aufstand eingeführt worden. Mit Blick darauf, dass es immer Ziel der Deutschen war,
in einem einheitlichen, in einem einigen Deutschland zu leben. Die SED, die damals das Regime stellte in der DDR, hatte diesen Tag benutzt, um ihr Volk und vor allen Dingen auch ihre Genossinnen und Genossen zu disziplinieren. So ist es natürlich nicht so, dass wir, wenn wir das auch heute an dem 17. Juni machen, das als Menetekel sehen sollten, dass hier eine Fraktion zu disziplinieren ist. Aber ich denke, wir haben bereits einen Schritt jetzt gerade nach 2 Jahren begonnen, der eine gewisse innere Disziplinierung auf den Weg bringt. Man nennt das in betriebswirtschaftlichen oder auch in medizinischen Kreisen Compliance. Und diese Compliance, diese Regeltreue, die wir zwar fühlen irgendwo, aber irgendwo auch noch nicht aufgesetzt haben, da sind wir gerade dabei, in Arbeitsgruppen das zu erarbeiten. Und ich glaube, dass dann, wenn wir das fertig haben, so weiß ich es zumindest aus der Arbeitsgruppe Code of Ethics, dort also, wo ein Kodex für die Fraktion, für alle Mitglieder dieser Fraktion, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen werden soll, am Ende etwas herauskommt, welches zu einer Selbstdisziplinierung führt, die dann auch Niederschlag findet in der politischen Arbeit. Und die politische Arbeit ist das, was uns eint. Also wenn wir hier von Einheit sprechen am 17. Juni, dann meinen wir Einheit im politischen Sinne. Und dann gibt es vielleicht so etwas am Ende wie eine Political Compliance. Den Begriff gibt es so in dieser Form eigentlich gar nicht. Aber ich denke, wir sollten versuchen, ihn hier in unserer Fraktion zu prägen. Und jeder, der diese Fraktion führt, im Sinne von, da steht jemand, gibt einen Weg vor oder schlägt einen Weg vor und dem folgen alle, sollte einfach sehen, dass das, was wir als Gemeinschaft hier erarbeiten und uns dann gemeinsam als, ja, ich sag mal, Kodex geben, dann auch von allen befolgt wird mit dem Ziel, die Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen wieder dorthin zu führen, wo sie vor 2 Jahren, nämlich am 13. Mai bzw. 14. Mai 2012 stand. Mit leuchtenden Augen standen wir hier und haben nach vorne geblickt und wollten Politik ändern. Leider Gottes ist das vielleicht auch durch viele Rückschläge etwas ins Hintertreffen geraten. Und dieses Leuchten in den Augen und diesen, ich sag mal, Enthusiasmus und Pioniergeist, den vermisse ich hier in letzter Zeit etwas. Er flammt zwar immer wieder auf, aber das Kollektiv, nämlich die Einheit, die ist nicht mehr vorhanden. Wenn sie denn von Anfang an mal vorhanden war, ist sie dann im Laufe der Zeit verloren gegangen. Dieses herbeizuführen, auch in der Außendarstellung, halte ich für eine der wesentlichen Aufgaben des Fraktionsvorsitzenden. Ich muss ganz ehrlich sagen, angesichts der Erfahrung, die Joachim mitbringt, glaube ich, dass dann, wenn ihm ein entsprechender Fraktionsrahmen vorgegeben wird, dieses auch nach außen weiterhin bestens darstellen kann. Ich persönlich sehe mich zwar durchaus dazu in der Lage, muss mir das nicht beweisen, sondern würde in jedem Falle weiterhin gerne daran mitwirken, hier die Fraktion auch in der Außendarstellung, auch innerhalb des Parlaments, wo ich mich redlich mühe, dieses in Ausschüssen, Gremien und überall zu tun, auch im Dialog mit anderen Parlamentariern und anderen auch Lobbyisten herzustellen, nämlich ein Bild der Piraten zu formen, welches weit absteht von Klischees und dergleichen. Und von daher würde ich mich hier wahrscheinlich nur versuchen können. Und diesen Versuch möchte ich der Fraktion in dieser Situation, in der wir uns befinden, nicht antun. Und deswegen ziehe ich meine Kandidatur zurück. Ja, ich würde das durchaus Troll nennen, aber du kriegst jetzt keine Schokolade. Moment, aber danke, darf ich noch kurz, bitte, das bitte ich nicht als Trollen verstanden zu verstehen. Nein, es ist ja, in Ordnung. Ist mir schon klar. Es ist in Ordnung. Ich kenne Parallelen in der Partei, wo das so war und wo es Applaus dann gab. Ich habe auch Ende April 2012 mal als erster Bundesvorsitzender kandidiert und unter dem tosenden Beifall der Mitglieder des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen diese Kandidatur zurückgezogen. Auch damals hatte ich eine Botschaft, auch damals hatte ich einen Anspruch an das, was zu tun ist. Ja, dieser Anspruch ist seinerzeit zumindest anfänglich übernommen worden von denen, die dann als erster Vorsitzender kandidiert und auch gewählt worden sind. Leider Gottes ist das dann ein bisschen verwässert worden. Also, nichts Trollen, Leute, sondern eine gewisse Mahnung an uns selbst. Dietmar, ich entschuldige mich fürs Trollen. Ja, eine gewisse Mahnung an uns selbst. Also von daher, ja, bitte nicht falsch verstehen, wenn ich das hier so gesagt und getan habe. Nein, es ist in Ordnung, es ist völlig korrekt, dass man sich noch, kurz sich zurückziehen kann. Es können nur keine auf die Liste drauf.
Aber jetzt geht's weiter mit der Vorstellungsrunde. Joachim, ich habe bereits eine Wortmeldung von Michelle für nachher. Und Joachim macht weiter. Ja, danke, lieber Oliver Wahlleiter, für das Wort. Jetzt wollte ich gerade meiner Begeisterung Ausdruck verleihen, dass hier zwei bereit sind, sich mit in die erste Reihe zu stellen. Und Dietmar zieht zurück. Ich sage trotzdem danke für deine Rede, Dietmar. Ja, also die Botschaft ist angekommen. Und ich weiß auch nicht, ob man nach zwei Jahren so hier in dieser Runde für eine Vorstandskandidatur mit sowas wie einem Wahlprogramm antreten kann. Aber ich denke doch, man sollte mal kurz resümieren, was gut und was schlecht war und was sich in Zukunft vielleicht ändern muss. Das bringt so eine Vorstandswahl einfach mit sich. Ich finde, das versteht sich von selbst. Und ich will versuchen anzuknüpfen an das, was ich im so Brandreden kriegt man nur spontan hin, das ist klar. Ne? Aber ich will versuchen an das anzuknüpfen, was ich auf der Fraktionsklausur gesagt habe. Die Fraktion und die Partei ist in einer ausnehmend schwierigen Situation. Die haben wir zum Teil selber zu verantworten, dadurch, dass wir Steilvorlagen geliefert haben für die Medien, durch Türen knallen auf Twitter, sag ich mal, und andere Dinge. Die ist auch zum Teil Bestandteil einer medialen Strategie, ohne jetzt irgendwelche Verschwörungen herbeireden zu wollen. Aber so neue werden immer kritisch gesehen und das ist also auch ganz klar. Mein Ziel ist es, nicht als Person, sondern als Piratenpartei, 2017 wieder in diesen Landtag zu kommen und möglicherweise auch in den Bundestag. Aber nicht um jeden Preis. Wir können das nämlich nur schaffen, wenn wir sowas hinkriegen wie eine gemeinsame politische Strategie. Und wenn wir dann mal zurückgucken, dann hatten wir jede Menge Anträge, auch Sternchenmomente im Plenum. Ich will jetzt nicht sagen die Riesen-Highlights, das war es nicht, aber es gab viele Sternchenmomente, es gab Positives und ich habe auch zu resümieren, dass wir 19 untereinander nach meinem Eindruck gegenüber politisch sprechfähig sind. Und es muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht hinkriegen, diese Sprechfähigkeit in Richtung Vertrauen, in Richtung Struktur hin auszubauen, um nachher sowas zu bekommen wie eine gemeinsame politische Strategie, um diese Piratenidee zum Update der Demokratie, zur neuen Stimme, die Wunde in Dinge legt, wo die Altparteien eben keine Aktien drin haben, sag ich mal, auszubauen und das auch den Wählerinnen und Wählern gegenüber deutlich zu machen. Wenn wir einfach nur wieder in den Landtag wollen, weil es hier so schön gemütlich ist, dann sind wir hier falsch. Das heißt, wir müssen im nächsten Jahr eigentlich hinkriegen, diese Strategie verdammt nochmal endlich zusammenzukloppern, dass man halt sagen kann, wenn wir ein Antragspaket schnüren fürs Plenum oder für die Ausschüsse, dass wir sagen, wir behandeln das wie eine Sinfonie, da gibt es eine Baseline, da gibt es eine Oberstimme, was auch immer, dass das alles zusammenpasst. Es hat schon mal gepasst. Es gab immer wieder mal Zufälligkeiten, wie hey, das Plenum hat gerockt oder die Ausschusssitzung hat gerockt oder unser Gesetzentwurf rockt, weil entsprechend Resonanzen von Experten oder aus der Presse kommt. Nur ist das mediale Echo natürlich viel zu leise. Der Pavel Meyer hat es in einem Blogbeitrag mal geschrieben, wir sind mittlerweile mehr als doppelt so unwichtig wie die FDP, wenn man die Statistiken anguckt. Und das kann es einfach nicht sein für das, was, ich sag mal, nicht nur als... Du hast das, glaube ich, gesagt, Frank. Wir sind weltweit die größte Piratenfraktion. Und das heißt verdammt nochmal Verantwortung. Und ich will diese Verantwortung übernehmen. Und zwar auch dann, wenn ich manchmal aus Frust mir die Bettdecke über den Kopf ziehen will, weil einfach wieder was Mist gelaufen ist. Weil ich kämpfe mit Vertrauensverlusten auch mir gegenüber. Jeder von uns hat Vertrauensgewinne und Vertrauensverluste erlitten. Ich denke, wenn wir an der gemeinsamen Strategie arbeiten, stellt sich auch wieder sowas ein für Vertrauen. Und wenn ihr mir zum Schluss nochmal... eine ganz persönliche Bemerkung erlauben. Mir tut sowas weh, wenn ich in irgendeiner Form Vertrauen verliere. Das kann ja auch mal aufgrund eines Fehlers sein. Dann müssen wir zusätzlich zur Strategie in der Fraktion sowas wie eine Fehlerkultur etablieren, dass man nicht jeden Fehler gleich irgendwie zum GAU macht oder was auch immer, sondern drüber redet, hey, was ist da abgelaufen, was ist da falsch gelaufen. Wir sind als Partei bundesweit die einzige wirklich systemkritische Partei, die es in Deutschland gibt. Und wir können es uns nicht leisten, dieses Projekt Piraten zu verkacken. Und ich will da weiter für kämpfen und als menschliche Schlussbemerkung, verlorenes Vertrauen werde ich mich bemühen, wieder zu gewinnen und Vertrauen, was ich vielleicht noch nie hatte, versuchen zu gewinnen. Das soll es erstmal sein. Danke. Herzlichen Dank, Joachim. Und jetzt besteht die Möglichkeit, den Kandidaten noch Fragen zu stellen. Und Michelle hatte sich gemeldet dazu, möchte aber jetzt gar nicht mehr. Dann frage ich, hat noch jemand eine Frage an den Kandidaten?
zur Erinnerung, es geht an den Fraktionsvorsitzenden. Nein. Okay, Daniel Dümmel. Lieber Joachim, du weißt ja, dass ich durchaus skeptisch oder auch am Freitag in der Klausurtagung schon skeptische Worte gefunden hatte. Mich würde interessieren, vielleicht kannst du das noch in ein, zwei Sätzen sagen, was möchtest du anders machen als bislang? Also man hat in der Rolle des Vorsitzenden immer ein Problem, dass man, wenn man sich fokussiert, ich bin auch ein bisschen langsam, ich muss da schneller werden, wenn man sich fokussiert auf eine bestimmte Situation, ist das in meinen Fällen naturgemäß durch die Rolle etwas nach außen. Meine Wirkung als Fraktionsvorsitzender nach innen, obwohl es immer wieder Gesprächsangebote gegeben hat, also jeder, der kann oben in mein Büro kommen und mir aufs Maul geben, wenn er möchte, oder das wisst ihr, das ist ein bisschen unter die Räder geraten. Ich habe vielleicht eine PGF Monika Pieper nicht so unterstützt, wie ich das hätte tun sollen. Ich habe allerdings damals die Möglichkeit nicht so gesehen. Vielleicht war es beim Nico genauso. Ich sehe aber auf der anderen Seite, dass speziell durch die Vorarbeit dieser beiden auch mit meiner Unterstützung Prozesse auf den Weg gebracht worden sind, wie beispielsweise, ich habe es über den Flurfunk gehört, die Code of Ethics Gruppe, gestern soll sehr arbeitsintensiv gewesen sein, am Montag ist die Arbeitsgruppe Verantwortung und Vertrauen angesagt. Ich muss mich an der Stelle ein bisschen spalten und da brauche ich Kraft und Unterstützung auch nach innen, um die Verantwortung als Fraktionsvorsitzender nach innen ein bisschen mehr wahrzunehmen, als ich das bisher getan habe. Herzlichen Dank. Gibt es noch weitere Fragen und Anmerkungen? Gut, dann haben wir jetzt weiße Stimmzettel und hier an dieser Stelle herzlichen Dank an Nadja und auch an Max, dass es gelungen ist, auch noch die so zu machen, dass ich jetzt nicht sagen muss, ihr braucht Dietmar nicht ankreuzen. Also wir haben dort Daniel Schwert und Nick Haflinger, wollte ich schon sagen, und Joachim draufstehen. ich teile die hier wieder aus. Es gibt immer noch ein paar Stifte. Und Ingo kann jetzt vorher zeigen, ob die Urne gut ist. Die ist toll. Ingo hat die ausprobiert. Ich glaube, die ist leer. Und ihr könnt euren Zettel dann zweimal falten und bei Ingo in die Urne einwerfen. Zettel. Teilt jetzt aus. Okay. Ja, nice. Das ist der Ding.
Möchte noch jemand seine Stimme abgeben? So. Hat noch jemand nicht gewählt? Oder hat sich Ingo verzählt? Wer fehlt denn? Also ich habe 19 ausgegeben. Ist noch einer draußen? Warte. So, okay, dann schließe ich jetzt den Wahlgang und wir beginnen mit der Auszählung. Mehr Schokolade mitnehmen sollen. Auf jeden Fall. Also, wir haben ausgezählt. Ich gucke noch einmal. Ich habe 19 Stimmzettel ausgegeben. Es wurden 18 abgegeben, in die Urne geworfen. Wir haben aber von diesen 18 keine ungültige und keine Enthaltung. Wir haben dann insgesamt 5 Stimmen auf Daniel Schwert und 15 auf Joachim. Damit... Thank you.
Joachim, sofern du annimmst. Ich nehme die Wahl an. Nimmst du die Wahl an, wollte ich fragen. Ich danke für eure Stimmen und ich danke auch denjenigen, die eine Stimme abgegeben haben, die nicht auf mich gefallen ist. Das Vertrauen muss ich mir in vielen Fällen, glaube ich, erst wieder erwerben. Vielen Dank. Die ganze Nuss. Bist du doch, oder? Persönlich auch vielen Dank, Daniel Schwert. Und das mit der Schokolade kriegen wir schon noch hin. Und wir würden allerdings zum... Du hast immer noch die Möglichkeit, eine zu erwerben, nach meinem bisherigen Prinzip. Und wenn ich jetzt es schaffen würde, mein Dings hier wieder in Gang zu bringen, dann würde ich jetzt sagen, wir haben nun einen weiteren Wahlgang vor uns. Und zwar würden wir jetzt die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wählen. Der Unterschied zu den bisherigen Wahlgängen ist, dass wir zwei Stellvertreter wählen. Und es spricht nichts dagegen, an der Stelle auch beide gleichzeitig zu wählen, wenn es zwei Leute schaffen, über die, also praktisch das Quorum zu erreichen, also über also mindestens 10 Stimmen zu erreichen, wenn die entsprechend so abgeben. Michel, sag doch mal was. Naja, man guckt sich Wahlordnung nicht so häufig an, aber wenn man das tut, findet man häufig Dinge, die wahrscheinlich mal anders geplant waren, als sie hinterher dann durchgeführt werden. Unsere Wahlordnung sagt, dass immer nur ein Kandidat gewählt ist am Ende. Wir müssen also zwei Wahlgänge machen oder ohne Wahrung von Frist und Form die Wahlordnung ändern. Geht das da? Ist auch egal, wir werden sowieso auf zwei rauslaufen. Also, okay. Ich werde das so machen, wie das Michel sagt. Das ist auf jeden Fall die absolut sichere Methode. Wir wählen jetzt, ich würde trotzdem vorschlagen, dass sich alle, die generell sich vorstellen, den Stellvertreter zu machen, da wir keinen Unterschied zwischen Erst und Zweiten haben, sich bereits jetzt für den ersten Wahlgang melden. Bei dem zweiten Wahlgang ist natürlich die Kandidatenliste dennoch wieder offen. Das steht tatsächlich so in der Wahlordnung. Gut, dann wählen wir jetzt einen der beiden Stellvertreter und haben danach vermutlich einen Hinweis darauf, wie wir das mit dem zweiten machen. Ein Stellvertreter oder eine Stellvertretende für unseren Fraktionsvorsitzenden Joachim. Auf der Kandidatenliste stehen wieder alle drauf, die anwesend sind. Wer möchte denn gerne nicht auf dieser Kandidatenliste draufstehen? Ich persönlich möchte nicht draufstehen. Wie sieht es mit dir aus, Thorsten? Ich persönlich möchte nicht draufstehen. Wie sieht es mit dir aus, Birgit? Ich persönlich möchte nicht draufstehen. Wie sieht es mit dir aus, Daniel? Ach, ihr kriegt das jetzt. Diesmal kriegt ihr das schon hin. Ich ziehe zurück. Nö. Ja, anlassen können, ne? Ich ziehe zurück. Ich möchte auch nicht. Frank schiebt. Genau, guter Punkt. Ich bin da mal raus. Nein. Ich auch nicht. Ich kandidiere. Ich ziehe zurück. Ich kandidiere nicht. Ich bleib drauf. Ich ziehe nicht zurück. Ich bin gegen Ämterhäufung. Ich bin auch immer noch gegen Ämterhäufung. Dankeschön. Wir hätten jetzt Frank, Simone, Dietmar und Olaf draufstehen. Ich würde Frank noch einmal fragen, ob ich dich drauflassen soll. Ich ziehe zurück. Dann streiche ich Frank nochmal durch. Insofern stehen auf der Liste drauf Simone, Dietmar und Olaf. Herzlichen Dank an euch schon mal. Gibt es noch jemanden, der sich umentscheiden möchte? Dann...
Dann schließe ich an der Stelle die Kandidatenliste. Danke Max dafür, dass er schon die Tür öffnet. Und wir haben Simone, Dietmar und Olaf auf der Liste draufstehen. Ich möchte die Gelegenheit geben zur Vorstellung. Und Simone und Olaf, wir machen das jetzt auch das erste Mal heute, aber wir nehmen alle drei der Reihe nach dran. Simone ist als erstes dran. Ja, danke Oliver. Ich mache das jetzt schon seit 2 Jahren und bin jetzt erstmal froh, dass Joachim wieder Fraktionsvorsitzender geworden ist. Ich hatte auch am Wochenende eine Mail dazu geschrieben. Wir hatten in der Fraktionsklausur die Rollen nochmal präzisiert in ihrer Aufgabenstellung und sehe oder habe auch gesehen durch diese Brandrede von Joachim, dass er die Fähigkeit hat, diese Rolle, so wie sie definieren, auszufüllen. Und ich sehe meine Aufgabe, ihn dabei zu unterstützen, vielleicht auch ab und zu mal irgendwo hinzutreten, wenn ich sehe, dass er die Rolle nicht so ausfüllt, wie ich mir das vorstelle. Und weiterhin denke ich, dass wir haben gut zusammengearbeitet. Du führst immer so schöne Beispiele auf. Wir sind das Auswärtige Amt der Fraktion, wenn wir Termine mit verschiedenen Konsulaten hatten. Also ich möchte die Aufgabe gerne weitermachen und stelle mich dementsprechend zur Verfügung. Vielen Dank. Dietmar. Ja, danke. Ich habe vorhin etwas ausführlicher geredet, das möchte ich nicht wiederholen, aber ich gehe gerne in dieses zweite stellvertretende Glied, insofern, als ja diese auch Aufgaben zu erfüllen haben. Wenn ich vorhin etwas gesagt habe, dass wir hier in der Fraktion eine sogenannte Political Compliance brauchen, würde ich innerhalb des Vorstands dafür Sorge tragen, nach allen Seiten, zugunsten wie auch zulasten, dieses Compliance Management zu übernehmen. Da sähe ich meine Aufgabe innerhalb des Vorstands und dafür Sorge zu tragen, dass das auch dann wirklich eingehalten wird, was wir hier. Das ist ein Regelwerk, vereinfacht gesagt ein Regelwerk, ein Zusammenschluss von Regeln eines Unternehmens, welches Verhaltensweisen ethischer und sonstiger Ausprägung bestimmt, festlegt. Und das ist ja das, was wir hier aufsetzen, kollektiv, gemeinschaftlich, aber es braucht da auch einen Hüter, immer wieder einen Hüter, der darauf achtet, dass es passiert, genauso oder umgesetzt wird, genauso wie eigentlich auch jeder gehalten ist, dafür zu sorgen, dass es umgesetzt wird. Ich sehe hier also meine Aufgabe als dann, wenn ich in den Vorstand mitgewählt werde, als stellvertretender Vorsitzender, im vorwiegenden Bereich im Inneren, denn das Äußere, das mache ich schon durch meine sonstige politische Arbeit hier im Parlament an vielen, vielen Stellen und glaube, dass ich da einigermaßen gut auch in der Außendarstellung unterwegs bin, die dann eben vielleicht ergänzt auch innerhalb des Vorstands noch für zusätzlichen Impetus sorgen kann. Danke. Ich hatte es ja schon gesagt auf der Klausurtagung, dass ich mir noch überlege, ob ich kandidiere. Und wenn ich kandidiere, würde ich zumindest ein Konzept vorlegen, was ich mir vorstelle. Und bevor ich jetzt damit anfange, möchte ich ganz klar sagen, ich sehe, dass das Konzept im Vordergrund steht. Also wer mich in den Vorstand haben will, aber das Konzept scheiße findet, sollte das auf jeden Fall nicht machen, mich wählen. Wer das Konzept gut findet und glaubt, dass ich es aber nicht erledigen kann, natürlich auch nicht. Trotzdem, das Augenmerk liegt auf dem Konzept. Und erstmal würde ich das an eurer Stelle das Konzept bewerten und dann gucken, ob das überhaupt, wenn er es in Ordnung findet, dann überlegen, ob ich dafür der Geeignete bin. Die Überschrift von meinem Konzept kann man ganz groß Kommunikation, kann man ganz grob Kommunikation nennen. Es wird jetzt sicherlich hier keinen wundern, dass ich jetzt hier nicht irgendwie so ein Formfic-Konzept vorlege mit allen Sachen, wo jetzt schon jegliches Problem bis ins Ende durchüberlegt worden ist mit allen möglichen Entscheidungsmöglichkeiten da drin, sondern es ist ein relativ grobes Konzept. Ich habe jetzt hier schon mehrmals, gerade vorhin vom Joachim, auch unheimlich oft gehört, Vertrauensaufbau, Verantwortung des Einzelnen und so. Worin es meiner Meinung nach unheimlich hier hakt, ist, dass miteinander nicht gesprochen wird, beziehungsweise miteinander nicht ehrlich gesprochen wird. Da ist zum Beispiel ein ganz großes Problem, weil man möchte den anderen nicht beleidigen.
Da frage ich mich jetzt manchmal ganz, ganz grob, was habe ich davon, wenn der andere mich nicht beleidigt, wenn er es trotzdem denkt, dass ich ein Arschloch bin? Dann soll er es mir auch wenn es mal gesagt haben, dann weiß ich, wenn es woran ich bin. Das muss allerdings nicht in der Öffentlichkeit geschehen. Das ist nämlich das nächste Problem. Wenn man das in der Öffentlichkeit macht, das geht nicht. Meine Überlegung dahingehend war die, dass ich mich relativ, soweit es möglich ist, das müsste dann natürlich in Absprache mit dem restlichen Vorstand passieren, dass ich mich weitgehend möglich aus dem operativen Geschäft zurückhalten möchte des Vorstandes, sondern etwas ganz, ganz Neues anbieten möchte. Anbieten in dem Sinne, dass ich einfach nur sage, es gibt eine Möglichkeit, mein Kalender ist jederzeit frei, man kann immer gucken, ob ich am nächsten Tag Zeit hat und von heute auf morgen, wenn am nächsten Tag frei ist, ist immer ein Gespräch dann mit mir drin. Das würde ich auf jeden Fall so anbieten und würde dann auch immer versuchen, die falls es um Konfliktfälle geht, die Gegenseite mit irgendwie da reinzukriegen. Und jetzt geht es jetzt direkt schon wieder los. Ich bin natürlich nicht größenwahnsinnig. Ich traue mir nicht zu, in jedem Fall da immer irgendwie der Moderator spielen zu können, wenn irgendwelche Konflikte auftreten, zumal ich natürlich auch ein Teil der Gruppe bin und auch wieder ein Teil der Konflikte zum Teil. Das wären natürlich dann Sachen, die immer wieder konsensual von den beteiligten Personen gemacht werden müssen. Da gleich die Zeitfrage kommt, ich habe es einfach mal kurz überschlagen. Wenn jeder MDL einmal im Monat eine Stunde zu irgendwelchen Gesprächen mich dabei haben möchte, und 20 Mitarbeiter, dann kommt das ungefähr auf 10 Stunden die Woche. Und ich sage mal so, was ich dafür tun würde, wäre eine ganze große Menge meiner Aufgaben, Termine, Aufgaben ist an der Stelle vielleicht ein bisschen viel, meiner Termine, die ich außerhalb vom Landtag habe, in den Landtag zu verlegen. Auch die Arbeit, die ich normalerweise von zu Hause aus mache, würde ich dann im Landtag verlegen, genau für die, dafür, dass ich zumindest hier als Ansprechpartner dabei bin. Die nächste Sache ist die, das ist nämlich so eine Sache von wegen, es hilft nichts, wenn sich viele Leute auf so etwas einlassen. Deswegen, das hört sich jetzt unheimlich blöd an. Ist aber jetzt für mich trotzdem eine Rechnung gewesen, vor allem als ich vorhin hier gehört habe, 10 Stimmen, da das Ganze ja mit einem Konzept verbunden ist und die ganze Sache auch meiner Meinung nach sowieso nur funktioniert, wenn die Mehrheit da mitmacht und die Mehrheit das möchte, weil ansonsten, wenn die Gruppe der Leute, die nicht mitmachen möchten und die solche Konzepte blockieren, zu groß ist, dann ist es direkt zum Scheitern verurteilt. Das ist jetzt, und von daher würde ich ganz klar sagen, nehme ich erst ab einem bestimmten Quorum die Wahl an. Darunter werde ich es mir einfach nicht zutrauen, es zu machen, weil dann einfach die Menge der Skeptiker zu groß ist. Und ich sage mal so, gegen Skeptiker anzurennen, das haben wir hier, glaube ich, jetzt jeder hier schon mitgekriegt, das ist teilweise aussichtslos. Ich hatte mir aufgrund dessen 12 Stimmen überlegt. Also 10 wären mir zu wenig. 12 Stimmen müssten es schon sein, darunter sehe ich das Konzept auch als gescheitert an und von daher lasse ich es jetzt mal dabei, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, bin ich gerne bereit, die zu beantworten. Herzlichen Dank Olaf, herzlichen Dank Dietmar, herzlichen Dank Simone und Michael hat eine Frage an euch. Ja, ich habe eine Frage an Olaf. Nein, ich werde dir jetzt nicht öffentlich sagen, dass du ein Arschloch bist. Passt auch nicht. Nein. Ich habe tatsächlich bei dir häufiger das Problem, und heute haben wir es wieder gesehen, dass du bei Abstimmungen, bei der Diskussion, auch hier in der großen Runde, nichts zu dieser Diskussion beiträgst. Und dann am Ende, wenn es um die Abstimmung geht, enthältst du dich sehr häufig. Ich persönlich habe ein Problem damit, weil ich möchte eigentlich gerne mal wissen, warum Leute abstimmen, wie sie abstimmen. Meine Frage wäre, ob du dieses Abstimmungsverhalten, was du hier sehr häufig zeigst, dann auch im Vorstand so bringen würdest oder ob du entsprechend da deine Meinung auch mal zum Besten geben würdest. Ich glaube, dass ich meine Meinung, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit meiner Meinung hier, wenn es um irgendwelche kritischen Punkte geht, mich zurückhalte, sondern ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass ich zu vielem auch was sage, obwohl es irgendwo schon von woanderem her gesagt worden ist. Bei dem Punkt, den du jetzt ansprichst, ja, ich sage mal so, wenn ich mitkriege, dass die absolute überwältigende Mehrheit für irgendetwas ist, brauche ich keine Diskussion anzetteln, dann sage ich einfach, ich enthalte mich, ich stimme ja nicht mal dagegen. Das ist ja auch noch so eine Sache dabei.
Warum sollte ich an der Stelle noch eine wahnsinnige Diskussion anfangen für irgendwelche Sachen? Das ist ungefähr im Vorstand, würde ich unter Umständen, kommt auf die Sache an, ähnlich halten. Das heißt, wenn wirklich schon von vornherein klar ist, dass das jeder will und ich eventuell noch den einen oder anderen Bedenken habe, kann ich mich enthalten, kann aber auch meine Meinung sagen. Der Punkt im Vorstand, dort eher meine Meinung zu sagen, ist sicherlich ganz klar gegeben, weil es eine Diskussion in einer kleinen Gruppe, auch eine sinnlose Diskussion in einer kleinen Gruppe, ist schneller beendet und man hat schneller jeder was gesagt. Wenn ich hier eine Diskussion jedes Mal anfangen würde, wenn mir irgendetwas nicht gefällt, ich sag mal so, da würde ich eigentlich von jedem hier gerne mehr, viel mehr Zurückhaltung erwarten, dass er einfach mal sagt, ach komm, ist sowieso praktisch durch, warum jetzt hier noch einen Streit anfangen, warum jetzt hier noch eine Diskussion anfangen. Ja, also es muss nicht, meiner Meinung nach, es muss nicht alles ausdiskutiert werden, wenn sowieso schon mehr oder weniger geklärt ist, was als Ergebnis rauskommt. Dankeschön, der Grumpy hat noch eine Frage. Jetzt habe ich eigentlich sogar zwei Fragen, nämlich eine an Olaf und eine an Dietmar. Ich nehme erstmal die ich ursprünglich stellen wollte, an Dietmar. Du bist ja, sag ich mal, in den Ausschüssen, in denen du tätig bist, wirklich jetzt nicht überlastet oder so, würde ich niemals unterstellen, sondern du bist halt da schon auch wirklich ganz tief drin in den Themen. Wie siehst du das, sag ich mal, von der zeitlichen Beanspruchung her noch mit einer weiteren Tätigkeit irgendwie in Kollision oder irgendwie die Gefahr, dass da was untergehen könnte? Also im Prinzip spiegel ich mal die Frage zurück, die du mir zu Recht, wie ich finde, auch gerade eben gestellt hast. Also ganz klar, ich sehe hier keine Notwendigkeit, in irgendeiner Form irgendwas abzugeben bzw. etwas zurückzuschalten. Ich habe entsprechende Freiräume und die Fähigkeit des Multitasking wird erweitert durch einen sehr umfangreichen, hervorragenden mitarbeitenden Stab hier in dieser Fraktion. Das ist sowohl auf Fraktionsebene so, wie aber auch auf wissenschaftlicher, sprich Referentenebene. Das muss schaffbar und machbar sein, würde ich feststellen, dass ich für die Fach- und Sacharbeit entsprechende Ressourcen abknabbern muss, würde ich das selbstverständlich auch entsprechend in die Fraktion tragen, um dann dafür zu sorgen, dass hier in der Sacharbeit, in der Facharbeit kein Manko entsteht. Dankeschön, Grumpy nochmal. Dann habe ich noch die jetzt für mich neu entstandene Nachfrage nochmal an Olaf. Ich habe das jetzt vielleicht nicht korrekt verstanden, dann müsstest du es mir vielleicht nochmal erklären, Entschuldigung. Das erklärt nicht dein häufiges Enthaltungsabstimmungsverhalten, also dann auch vielleicht im zukünftigen Vorstand, was Michelle gerade gefragt hatte. War so mein Eindruck. Also die Enthaltung kommt hauptsächlich bei Formfragen vor. Da enthalte ich mich sehr, sehr gerne, weil ich meistens diese ganze Frage, allein schon die Frage bei vielen Formfragen ich überflüssig finde. Und das war jetzt gerade heute auch wieder eine Formfrage, wo ich auch normalerweise denke, kann man viel, viel einfacher regeln. Wenn Leute so sehr auf Formsachen stehen, bitte, ich enthalte mich dann ja eben. Weil mir ist es mal teilweise echt, ich finde, man sollte Sachen anders regeln. Das weiß ich, dass ich damit alleine stehe hier, aber dann nehme ich mir, wenn es gerade bei Formfragen raus, mich doch gerne zu enthalten. Besten Dank. Gibt es noch Fragen an die Kandidaten? Auch Simone dürfte befragt werden. Nochmal Grumpy. Ja genau, ich wollte sie nämlich Simone noch eine Frage stellen. Hattest du mit deiner sozusagen langjährigen Erfahrung jetzt bestimmte Bereiche, wo du sagst, dass wir da innerhalb des Vorstands weiter nach vorne gehen müssen? Ja, und zwar eben in dieser Präzision der Rollen, dass wir die ganz viel klarer definieren müssen. Ich will das jetzt, weil es aus der Fraktionsklausur ist, jetzt hier nicht nochmal definieren, bevor wir genau abgeklärt haben, inwieweit. Aber da gibt es ja schon gewisse Ecken und Kanten, die ausgefüllt werden. Und ich finde, da müssen wir deutlich fortschreiten. Und das muss eben auch durch Unterstützung der Stellvertreter erfolgen. Besten Dank. Dietmar hat eine Frage. Ja, ich würde gerne von meiner Seite noch etwas ergänzen und das aufgreifen, was Grumpy gefragt und Simone geantwortet hat.
zu dem, was ich eben als Compliance und Regelwerk bezeichnet habe, benannt habe, beschrieben habe, gehört meines Erachtens auch, dass wir unter Berücksichtigung dieses Rollen, der Rollendefinition, dann vielleicht innerhalb des Vorstands auch das kreieren, was, davon gehe ich zumindest aus, ich weiß nicht, vielleicht straft ihr mich lügen, dass es anders ist, aber soweit ich weiß, hat der Vorstand der Piratenfraktion keine Geschäftsordnung. Also die Vorstände geben sich ja normalerweise auch zur Verteilung von Aufgaben und Rollen innerhalb des Gremiums eine Geschäftsordnung, und ich würde zumindest das einmal anregen und diskutiert haben wollen, ob und inwieweit das sinnvoll ist, um hier auch eine klare Aufgabenabgrenzung innerhalb des Vorstands herzustellen. Denn damit nicht jeder irgendwo immer überall hinrennen, sprich alles machen muss, dass er, wenn sich das von selbst geregelt hat bisher, davon den Eindruck hatte ich natürlich, und es dessen nicht bedarf, dann würde ich doch zumindest die Diskussion einmal geführt haben wollen, um dann festzustellen, dass es dieser Geschäftsordnung nicht bedarf. Danke. Dankeschön, Simone. Ganz kurz noch, aber du hast es ja auch angedeutet, dass du da glaubst, dass es geklappt hat. Selbstverständlich haben wir Aufgaben verteilt. So mache ich zum Beispiel in Kombination mit Harald den Schwerpunkt Personal, Praktikas und Ähnliches. Das hat bis jetzt ohne Geschäftsordnung hervorragend geklappt. Also jedenfalls in allen Vorstandszusammensetzungen, die wir bis jetzt hatten. Joachim. Ich habe eine Frage an alle drei. Und zwar war beim Vorstand bislang eine Aufgabe eigentlich recht wohl definiert angesiedelt, die der Lukas ausgeführt hat. Ein für Piraten sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich die fraktionseigene IT und die Schnittstellen nach draußen. Wer von euch dreien kann sich dazu mal äußern? Weil Lukas ist jetzt nicht mehr im Vorstand und ich nehme das mal so an, ohne hier vorzubewerten. Er ist einer der IT-affinsten in der Fraktion. Wie sieht's mit eurer IT-Affinität aus? Danke. Ich würde an der Stelle auch dem Kai oder dem Lukas eine Möglichkeit geben zu antworten, wenn sie wollen. Ansonsten fangen wir bei Simone erstmal an. Ich hatte ja gerade gesagt, ich hatte den Schwerpunkt auf Personal. Du weißt ganz genau, dass ich ein User bin und meine IT-Affinität hält sich in Grenzen. Das heißt Noob, damit hast du das bestätigt. Nein. Und der Lukas möchte was dazu sagen, dem würde ich jetzt vorlassen. Ja, zur Klarstellung, ja, der Bereich IT war mal mein Bereich. Es war einer der von mehreren Punkten, die ich im Vorstand übernommen habe. Auch einen großen Teil haben halt auch eben Mitarbeiter oder halt Personaldinge ausgefüllt. Das mit der IT, das hat ja jetzt dankenswerterweise Kai übernommen und da kann man eigentlich ganz getrost halt da halt zusehen. Ich denke, der Bereich ist da in guten Händen und muss nicht mehr im Vorstand angesiedelt sein. Gleichwohl, sollte oder ist so als Empfehlung an den neuen Vorstand, natürlich an Kai, dass man da halt auch eben eine Verzahnung schafft, auch in Form von, weiß ich nicht, Berichten in der Vorstandssitzung zum Beispiel, oder wie auch immer, um halt da halt auch zu schauen, wie es läuft, weil da gibt es auch eine Menge Projekte, die da halt laufen und laufen werden und sollen, und da geht es auch um Geld und um Organisation, auch teilweise fachübergreifend innerhalb der Fraktion, dann ist mal, ne, also sind verschiedene Fachstellen oder Stabsstellen der Fraktion mit eingebunden und das bedarf schon einiges an Koordination und Organisation. Insofern ist da halt eine enge Verzahnung auch in Zukunft wünschenswert, auch wenn dieser Bereich nicht zwangsläufig direkt im Vorstand angesiedelt sein muss. Herzlichen Dank. Und Dietmar, Olaf, ihr habt natürlich noch die Möglichkeit, die Frage zu beantworten, wenn ihr möchtet. Ja, danke, Olli. Ich kann mir das jetzt verdammt einfach machen. Ich schließe mich uneingeschränkt den Ausführungen von Lukas an. So sehe ich das auch. Vorstände, egal wo sie sind, müssen nicht das operative Geschäft machen. Vorstände können auch bessere, fachlich bessere und vor allen Dingen fachlich versierte Leute mit Dingen betrauen und beauftragen. Und ich sehe auch Vorstand nicht so abgehoben hier. Selbst wenn wir keinen Vorstand hätten, würde ich den Bereich IT gar nicht machen. Ja? Möglicherweise ist dann
ist dann der Kai oder vielleicht auch noch andere immer die bessere Wahl, ohne dass diese Vorstand sein müssen. Ja? Also bitte, wir haben hier, wie wir immer sagen, relativ flache Hierarchie. Und es gibt natürlich Aufgaben, die es zu erfüllen gibt. Und ich denke, dass diese Aufgabe nicht eine originäre Aufgabe des Vorstands sein muss, sondern im Rahmen des Kommunikationskonzeptes, wie auch immer es noch mit Leben gefüllt werden muss, sodass also auch ein entsprechender Austausch mit dem Vorstand, zwischen Vorstand und den Beauftragten oder dem Beauftragten im Bereich IT machbar und umsetzbar sein sollte, sehe ich da auch keine Probleme, wenn das beispielsweise Kai oder jeder andere macht, der da Ahnung von hat, um es ganz klar zu sagen. Oder eben mehrere Leute, genau, und gemeinsam, sei es drum als Projektgruppe oder wie auch immer. Also Teamgedanke spielt hier, glaube ich, eine wesentliche Rolle, auch für die Zukunft, in allem, was wir tun. Ja, ich beantworte jetzt erstmal die Frage vom Joachim ganz klar, wie er sie gestellt hat. Ja, ich bin Systemadministrator. Ich habe sowas früher beruflich gemacht und werde es auch sicherlich wieder tun, wenn ich aus dem Landtag raus bin. Von daher, ja, das Know-how dafür hätte ich, wenn du das so fragst. Auf der anderen Seite würde ich mich allerdings auch genau dem anschließen, was jetzt gerade Dietmar gesagt hat. Es muss nicht im Vorstand sein. Das macht der Kai, wie ich zurzeit auch mitbekommen habe, warum sollte das jetzt unbedingt wieder im Vorstand angesiedelt werden, wenn der Kai es weitermachen möchte. Und der Kai hat sich noch gemeldet. Ja, danke, dass ich dann als Betroffener auch noch das Wort kriege. Ich habe das bei der Fraktionsklausur ganz klar gesagt. Ich mache den Job momentan, habe den gerade so ein bisschen von Lukas übernommen, das läuft gerade an. Und ich stehe dafür natürlich weiterhin zur Verfügung. Das steht für mich außer Frage. Von daher, wenn dann jetzt dieser Wechsel vollzogen ist zwischen mir und Lukas und dem neuen Vorstand, dann würde ich auch gerne darüber reden, in welcher Art und Weise wir da Berichte aus der IT bekommen und die Verzahnung mit dem Vorstand hinbekommen. Aber natürlich werde ich das weitermachen. Ich habe allerdings noch eine Frage, die mir wichtig ist, an der Stelle an Lukas. Die IOK-Gruppe, ich möchte bitte, dass du die nicht abgibst. Auch wenn das jetzt keine Frage an die Kandidaten ist, wollen wir das zulassen, dass der Lukas noch was dazu sagt. Ich beantworte nur Fragen. Danke. So, dann, wenn du kandidierst natürlich nur. Gibt es noch Fragen an die Kandidaten? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann werde ich jetzt präsentieren, dass wir heute diesmal ganz tolle, ich freue mich sehr, rosane Stimmzettel haben. Ja. Wolltest du die Frage noch erläutern? Ansonsten, wir wählen jetzt erstmal nur einen. Aber der Punkt ist schon vorher. Ja, kriegen wir hin. Ich glaube, wir brauchen nicht noch eine riesige, große Fragerunde gleich machen für die zweite. Also, wir natürlich können noch weitere Leute kandidieren und können auch wieder welche runter, das ist klar. So, wir können ganz viel tun. Also, wir wählen jetzt mit rosa Stimmzetteln, genau wie alle anderen, auch einen der beiden Stellvertreter. Ingo präsentiert uns noch einmal die Urne. Und sobald das geschehen ist und sobald der Deckel wieder drauf ist, gebe ich die Dinger hier aus. Und ich habe hier genau 19 Zettel. Ingo, bist du eigentlich Hobbymagier? So, alles klar, wir beginnen. Gut, dass du da bist.
Richtig! Möchte noch jemand seine Stimme abgeben? Hat jeder das System mit diesem Zettel und da reinstecken verstanden? So filtern, dass wir den Zettel nicht. Fehlt schon wieder einer. Und war heute 80 gezählt worden. Doch ein Mensch. So, letzter Aufruf zum Abgeben der Stimme. Ist noch jemand? Bitte einmal mit den Armen wedeln durch den Saal laufen, auch wenn es nicht nötig ist. Okay. Nein. Dann schließen wir jetzt den Wahlgang und beginnen mit der Auszählung. Das ist auch alles.
So, die Auszählung ist gelaufen. Wir haben 19 Wahlberechtigte gehabt, 19 ausgegebene, 19 abgegebene Stimmzettel. Wir hatten eine ungültige, eine Enthaltung und oder von mir aus auch Nein-Stimme. Wir hatten von den anderen Stimmen entfielen dann 8 auf Olaf, 11 auf Simone und 12 auf Dietmar. Das heißt, unser erster, der Stellvertreter, ist Dietmar. Nimmst du die Wahl an, Dietmar? Gerade habe ich ja noch gesagt, unter 15 nehme ich nicht an, aber ich nehme die Wahl an. 12. Und danke euch. Dann bist du es jetzt auch wirklich. Jo. Ich würde sagen, dann bleibt noch ein Wahlgang offen. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt ganz schnell nochmal die gleiche Runde einfach, weil das ist ja jetzt praktisch eine neue Wahl. Insofern sind wieder alle auf dem Stimmzettel. Ich ziehe zurück, Thorsten. Ich ziehe auch zurück. Ich auch. Zurück. Ich ziehe zurück. Ich ziehe zurück. Ich ziehe zurück. Passe. Ich auch. Ich wollte jetzt eigentlich auch zurückziehen, aber ich meine, 11 ist auch immer noch eine Mehrheit in dieser Fraktion und deshalb kandidiere ich nochmal. Ich ziehe zurück. Ich kandidiere auch nicht. Ich kandidiere. Zurück. Ich kann nichts gewinnen. Ich zieh auch zurück. So, herzlichen Dank. Dann, glaube ich, ist Max schon wieder gerade rausgegangen. Herzlichen Dank an die Vorbereitung der Stimmzettel. Auf diesen Stimmzetteln werden draufstehen. Und somit kandidieren auch Simone und Olaf. Und wir alle sind gespannt auf die Farbe. Möchtet ihr noch mal euch etwas dazu sagen? Auch mal gibt es noch Fragen dazu? Keine weiteren Fragen. Dann gebe ich, solange die Stimmzettel da nicht da sind, zurück an die Versammlungsleitung und verschwinde kurz raus hier. Okay. Ich stelle fest, dass wir nach den Wahlen keine offenen Tagesordnungspunkte haben und habe eine Wortwunschmeldung von Moni. Die möchte jetzt als erstes was sagen, dann hat der Olli sich gemeldet. Also erstmal möchte ich gerne fragen, ich habe heute Nachmittag ein großes Problem, weil Johannes krank ist und wir haben zwei sich überschneidende Termine, die ich wahrnehmen muss. Und ob irgendjemand heute ins MSW fahren kann von 15 bis 18 Uhr und sich da hinsetzen kann und für unsere Fraktion uns dort vertreten kann. Da muss nichts gesagt werden, da muss man ein bisschen zuhören. Ministerium Schule Weiterbildung, da ist der Arbeitskreis zu G8, G9 und es geht einfach darum, dass da jemand hin muss und ich bin jetzt etwas in Bedrängnis und hätte gerne gewusst, ob das jemand übernehmen kann heute Nachmittag. Brauchst du dir zu zeigen, das ist ja das Problem. Was ist das Problem? Bitte, ich bin doch Zweite. Wenn ich gehen würde, dann wäre es ja kein Problem. Ich kann aber heute nicht. Also Birgit kann nicht, wenn sie die Frage versteht hat. Oder Achim und Olli. Okay, verstehe. Frage ist immer, wie wichtig die Welt ist.
Ich habe um 13 Uhr eine Obleuterunde, die anderthalb Stunden dauert. Das würde passen, wenn sich niemand anders findet. Ich fände es toll, wenn sich noch jemand anders finden würde, weil dann könnten wir heute den neuen Vorstand schon mal konstituierend kurz zusammenfinden lassen. Sonst mache ich das. Dass Hilma geht. Ja, Dienstanweisung, klar. Das Zweite, was ich ganz kurz nur in einem Satz sagen möchte, ist, dass wir ja auf der Klausurtagung über Vertrauen und Vertraulichkeit gesprochen haben. Wenn ich dann darauf angesprochen werde, außerhalb der Fraktion, was ich gesagt habe dort, dann geht mir das schwer zu denken und bestätigt mich eigentlich in meiner Meinung zu meinem Vertrauen hier. Es hat mich wirklich auch erschüttert, dass ich außerhalb, also Leute, die gar nichts mit der Fraktion zu tun haben, dann angesprochen werde auf sowas. Warte da eigentlich von Simone was? Ah nein, alles gut. Ich wollte anmerken, dass ja natürlich wir die Sache haben, dass Grumpy Schriftführer ist. Wir eventuell nach diesem Wahlgang noch überlegen können, ob es gut ist und ob wir das tun sollten, noch bestimmen, wer denn Grumpys Job dann übernimmt. Und eventuell trifft das auch gleich auf Olaf zu. Insofern müssten wir uns dann für ein oder zwei dann noch eine Sache überlegen. Wobei ich persönlich jetzt nicht weiß, ob Nico und ich tatsächlich noch Schriftführer sind. Ich glaube nicht, ich glaube ja. Okay, wir haben Stimmzettel. Ich zähle die gerade mal durch und die sind schön grün und dann können wir hier beginnen. Ihr könnt euch also hier schon mal hinstellen, um sie abzuholen. Ingo, guckt doch noch mal in die Urne rein. Ich finde die Urne gut so. Dann ist der fünfte Wahlgang soweit eröffnet. So, gerundet haben wir 20 Stimmen, abgegebene Zeitzettel. Ja. Möchtest du noch jemand?
Was heißt ungültig? Ich habe doch draufgeschrieben, was ich will. Möchte noch jemand seine Stimme abgeben? Nein. Ich habe mir jetzt selbst geschrieben. So ist der Roman und dann alles ist. So ähnlich. Wartet auf den Fahrleiter. Die Fahrleiter bleibt nicht aufgründig. Soll ich die ohne unbeaufsichtigt lassen? Die Grüße noch, aber das hängt schon. Nee. Ich traue seinen Aussagen. Er ist in der Porzellanabteilung. Der ist also die Klima. Er ist mal gepflegt, ein Abseil. So. Boah, jetzt kommt. Drei, vier Sprüche, dann sind wir beim Rassismus. Los. Ja, ja, ich weiß. Lass das schon, glaube ich, obwohl. Geh weg. So. Michael, auf dieser Ebene spiele ich mit dir. Muss ja, kann ja mit mir selber spielen. Ich unterschreibe. Jetzt unterschreiben. Lukas, ist er ein Pokémon-Mann? Oh, eine Rakete. So, genau. Was wir machen können, ist, wenn der Mann gleich reinkommt, alle beim Fett applaudieren, wenn die ihm sind. Wer war das? Mein Bob? Okay. Jamaika 1. Möchte noch jemand abgeben? Ich habe auch schon. Dann schließe ich den Wahlgang und wir zählen aus. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
So, vorweg, wir haben es geschafft, es in den minimalen Anzahl an Wahlgängen alles hinzukriegen, die Wahl. Herzlichen Dank an Wahlhelfer Ingo und auch an die Wahlhelfer und natürlich im Hintergrund Nadja und Max, der zwischendurch die Transportwege gemacht hat. Dankeschön. Und das Ergebnis liegt vor. Wir hatten 19 Wahlberechtigte, 19 ausgegebene und 19 abgegebene Stimmen. Wir hatten dabei 2 Enthaltungen bzw. leere Stimmzettel. Und wir haben ansonsten 6 Stimmen, die auf Olaf entfielen und 12 Stimmen, die auf Simone entfielen. Damit wäre Simone gewählt. Nimmst du die Wahl an? Danke, ich nehme die Wahl an. Dann herzlichen Glückwunsch. Das ist richtig, das ist politisch nicht zu verantworten. Aber sie ist so schön groß. So, vielen Dank. Dann entlasse ich jetzt auch. Dann entlasse ich jetzt den Wahlleiter, erlöse ihn von seinen Aufgaben. Großen Applaus. Dankeschön. Und ich möchte noch hinzufügen, dass wir ja jetzt zweimal 12 Stimmen hatten. Das heißt, beide Stellvertreter sind mit 12 Stimmen gewählt. Das finde ich sehr gut. Damit zurück zur in die Sendezentrale. Gut. Vielen Dank, Oliver. Oliver hat ja angeregt, dass wir jetzt, weil wir sonst auch jetzt keine Tagesordnungspunkte mehr haben, noch kurz über den Schriftführer reden. Zuvor habe ich noch eine Wortmeldung von Ingo. Ich würde gerne direkt testen, ob der neue Vorstand in dieser neuen Konstellation arbeitskräftig ist und eine Pressemitteilung gemeinsam abstimmen und die noch bis 13.35 Uhr ab rausschicken. Das heißt 60 Minuten Chaka. Ich kriege von jedem bitte ein Statement, wie er die Wahl für sich persönlich kommentiert, was er sich vornimmt, sodass wir da dann spätestens in einer Stunde mit rausgehen können. Vielen Dank. Das war eine Wortmeldung, die auch dich betraf. Ich war gerade wegen einer ziemlich suspekten Spam-Mail anscheinend abgelenkt. Um was geht's? Du hast bis 13.30 Uhr Zeit, ein kurzes Statement abzugeben, wie du deine Rolle jetzt ausfüllst oder wie du die Wahl siehst. Ja, danke. Gut. So, dann haben wir jetzt eben als letztes Thema noch Schriftführer. Wer möchte dazu was sagen? Grumpy. Ich möchte direkt 2 Leute vorschlagen. Das wären einmal der Nico und einmal der Olli. Damit ersparen wir der Verwaltung die Arbeit, einen der beiden Namen runterzunehmen. Du bist ja schon Fuchs, ne? Nico? Also wir, nur zur Klärung, Oliver und ich sind durch die Nachwahl oder Neuwahl automatisch ausgeschieden und wir sind nicht mehr da drauf. Also ich gehe auch davon aus, dass wir neu gewählt werden müssten, wenn einer von uns das machen würde. Insofern es nicht wirklich ein administrativer Unterschied ist, wer gewählt wird. Grumpy meinte damit, dass auf der Homepage des Landtages wir noch draufstehen.
es ist während des Plenartags, vor allem wenn man viele Reden hat, durchaus anstrengend, das Ganze so zu koordinieren, dass man immer zu den Terminen das so hinkriegt. Aber das habe ich auch Grumpy vorher gesagt. Natürlich würde ich diesen Job gerne sozusagen wieder zurücknehmen. Und denn gleichzeitig PGF und Schriftführer geht nicht. Das funktioniert nicht. Naja, da man sich ja scheinbar als Schriftführer dem akuten Risiko aussetzt, als oder PGF in die PGF-Schiene zu rutschen und dass er jetzt gerade hier an der Stelle beendet wurde, würde ich ja davon Abstand nehmen. Das kann sich dann jemand anderes auf die Aufgabe vorbereiten. Er will nicht, weil, glaube ich, die Übersetzung. Ja. Der Mann ist schon fest. Grumpy? Danke, Simone. Darf ich euch bitten, kurz darüber nachzudenken, halt einfach den landtagsinternen parlamentarischen Prozess mit begleiten zu wollen, technisch, und sei es halt nur, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr nicht beständig Reden führt, halt sich einfach für den Schriftführerdienst zu melden. Das scheint ja echt ein großes Problem darzustellen. Das verwundert mich ein wenig. Ich würde vorschlagen, dass wir alle da noch mal in uns gehen und wir das Thema nächste Woche auf der Fraktionssitzung noch mal besprechen, in der Hoffnung, dass sich bis dahin vielleicht... Ach so, okay. Dass ihr noch mal in euch geht bis nächsten Dienstag und dass wir noch einen weiteren Schriftführer vielleicht... Nur ein Olaf bleibt. Ach so. Ja, warum hast du denn dann gerade gesagt... Dann war ich wohl gerade etwas unaufmerksam, dann hat sich die Sache erledigt und damit, wenn jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr unter Sonstiges kommen, beende ich die heutige Fraktionssitzung. Vielen Dank. Sollte das schon, glaube ich, noch abstimmen. Wir sollten den Olli schon wählen formal. Also wenn, es sei denn, wir verschieben es tatsächlich, mir soll das soweit egal sein, Grumpy ist wahrscheinlich weniger egal. Okay, dann stimmen wir eben noch ab. Wer ist dafür, dass wir Oliver zum Schriftführer machen? Bitte ich um das Handzeichen. Bitte alle die Hand heben, die für Oliver als Schriftführer sind. Lukas, gib dir einen Ruck. Lukas. Denk an den Protokollanten. Okay. Ja, richtig. Entschuldigung. Ich sehe da. Oliver. Olli wählt sich selbst. Olli. Warte. Jetzt. Das ist super. Warte schon. Also, das ist einstimmig. Damit. Einstimmig. Haben wir das auch erledigt? Also, das ist auch so ein Grundsatz. Ne? Den hat bestimmt der Torres eingeführt. Möchte jetzt irgendjemand noch was wählen oder sagen? Ich stelle mich jetzt auf die Bühne und sage, wähle nicht. Und dann kommt die Abstimmung und sage, nee, dann schließe ich hiermit die Fraktionssitzung. Vielen Dank.